und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Ja, als allererstes werden wir mal unser Kokedama hier, beziehungsweise den Ficus Benjamini zurückschneiden. Man sieht, der ist hier sehr schön rausgewachsen aus der Seite. Ich möchte ihn aber noch klein halten, von daher schneiden wir den Trieb jetzt einfach ab. Und damit haben wir wieder eine, ja, kompaktere, schicke Pflanze. Wie gestern angesprochen oder vorausgesagt oder angesagt, werden wir jetzt als allererstes mal das kleine Pflänzchen umpflanzen. Das ist die Chili Mini. Und ja, welche Sorte das ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht erfahren wir das im Laufe der Zeit, wenn die Pflanze mal später Früchte trägt, dass wir das vielleicht in Erfahrung bringen. Denn denke mal, das wäre sehr interessant zu wissen, was für eine Sorte das ist und ob das überhaupt eine Sorte ist. Denn es wurde aus dem Samen vermehrt von irgendeiner Pflanze, Chili-Pflanze, die halt kleine Früchte hatte. Aber naja, wie gesagt, das werden wir bei geraumer Zeit sehen. Und das werden wir als allererstes machen. Ich wollte heute eigentlich das mit den Orchideen angehen. Allerdings habe ich jetzt mittlerweile 30 Filme geguckt und ja, mein Kopf, der qualmt. Ich werde das erstmal alles sacken lassen, denn dort gibt es einige Ungereimtheiten, wenn man sich so viel anguckt und anliest. Dann, ja, wie gesagt, ist halt doch eine Menge. Und von daher warte ich da noch ein bisschen mit ab. Also ich lasse das erstmal alles sacken und versuche das auch logisch ein bisschen irgendwie klar zu sehen, was tatsächlich möglich ist oder nicht möglich ist. Also warten wir damit noch und machen heute mal wieder ein bisschen Klimbim hier, ja, im kleinen Paradies. Ich würde sagen, fangen wir jetzt mit dem Umtopfen an. Ich habe hier das Töpfchen schon mal vorbereitet, Erde locker eingefüllt, Kokoserde, die wir gestern angesetzt haben, mit dem Urgesteinsmehl, ca. 1%. Ich sage das jetzt einfach, ca. 1% ist einfacher als wenn ich sage 0,83%. Ist ja nur Blödsinn, ne? So, Töpfchen leicht drücken, Pflanze auf den Kopf stellen und rausziehen. Und damit haben wir dann unser Pflänzchen nackig gemacht. Man sieht, also die Wurzeln sind wunderbar gewachsen. Das ist so genial. Ja. Die liebe Kokoserde. So, jetzt mache ich mir ein tiefes Loch hier rein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Erde hier reingefüllt. Doch, das geht. Das geht wunderbar. Das geht wunderbar. Einfach hier mit zwei Fingern ein bisschen drin rumdrehen, in die Tiefe gehen und dann kann man das Töpfchen hier mittig reinsetzen. Und dann braucht man auch gar nicht so viel Erde mehr auffüllen. Dann geht das Ganze hier im Film wesentlich flotter. Ja, das war's schon. Ganz leicht andrücken. Und natürlich angießen. Und wir nehmen jetzt diesen Biodünger wieder, den wir gestern auch genommen hatten. Damit kann man nichts verkehrt machen und von daher ist das so auf jeden Fall besser für die Pflanzen. Und mal gucken, wenn man dann regelmäßig mit organischem Dünger düngt, vielleicht funktioniert es ja. So, ja, das war's schon mit der Mini-Chili. Jetzt kann sie wieder wachsen. Kommen wir zu den Feigensamen. Die haben wir ja rausgeholt aus dem Wasser, also im Wasser haben wir gelöst, aus dem Fruchtfleisch und dann hier aufs Papier einfach drauf gemacht, samt Wasser und das trocknen lassen, 3 Tage jetzt mittlerweile. Und jetzt können wir die Samen einsehen. Ich habe auch hier das Substrat schon mal aufgefüllt, ganz locker, noch nicht angedrückt. Ich mache jetzt einfach ein paar Samen hier mal lose, streifen einfach über das Blatt und dann gehen die Samen ab. Das geht also total easy. Ich mache das hier allerdings nur als Test. Also ich möchte nicht noch mehr Feigen haben, denn wir haben schon wunderschöne Feigen, die wir unsere Stecklinge vermehren können. Möchte aber mal wissen, wie ist es denn halt, kann man aus einer Frucht tatsächlich, aus einer frischen Frucht, dann auch sich Pflanzen heranziehen. Weil der eine macht es so und der andere so. Nicht jeder hat die gleiche Möglichkeit. Von daher machen wir das jetzt einfach hier und setzen die Samen rein. Es dürfen ruhig mehr sein. Ich kann ja später applikieren, aber wie gesagt, ich mache das wirklich nur zum Test. Also das hat wunderbar funktioniert mit dem Herausholen aus dem Fruchtfleisch, tatsächlich im Wasser auflösen das Ganze und dann auf Papier trocknen. Auf Papier ist besser, weil man bekommt es ganz leicht, wie wir gesehen haben. Und jetzt streuen wir ganz, ganz bisschen Erde oben drüber, nur so, dass die Samen so eben bedeckt sind. Drücken das Ganze jetzt an, dann werden wir es noch leicht anfeuchten. Gucken, dass die Ränder sauber sind. Muss gleich verschließen. Etwas anfeuchten. Und dann machen wir das Ganze zu, damit die oberste Erdschicht feucht bleibt. Wenn wir das offen lassen würden, dann würde das ruckzuck austrocknen. Und da die Samen ja ziemlich weit oben liegen, ja, würden sie dann nicht mehr keimen können. So, das Ganze machen wir jetzt einfach dicht mit Wäscheklammern. Oder wie auch sonst, spielt keine Rolle, da gibt es genug Möglichkeiten für. Ja, das Ganze stellen wir jetzt bei Zimmertemperatur, hier steht noch alles Etikett drauf, sehe ich gerade. Ja, muss ich gleich mal beschriften. Und ja, bei Zimmertemperatur, wie gesagt, und dann warten wir jetzt mal ab, wann sie denn und ob sie keimen.
Karnivoren Sonnentau heute nochmal. Ich hatte sie gestern schon gezeigt und da wurde ich gefragt am Kommentar, wie sehen denn die anderen aus? Das sind die Karnivoren Sonnentau Sämlinge in der Kokoserde. Und zum Vergleich zeige ich sie dann mal hier in der Karnivorenerde. Also ja, ich glaube, das sagt alles. Da brauche ich gar nichts mehr zu erzählen. Ich mache jetzt keine große Nahaufnahme von. Man kann sehen, also hier in der Karnivorenerde, sie wachsen tatsächlich jetzt auch. Es ist nicht so, dass sie jetzt gar nicht gewachsen sind. Gut, dass ich sie nicht weggeschmissen habe. Und auch gut, dass zwischendurch mal nachgefragt wird, denn ansonsten hätte ich sie wahrscheinlich schon längst weggeschmissen. Aber so bin ich dann doch, wie sagt man, ja, dazu mehr oder weniger gezwungen, das doch zu behalten. Für den Fall, dass nochmal jemand fragt, wie sehen denn die jetzt aus? Aber man sieht, dass hier in der Kokoserde, ja, Welt der Wunder der Natur. Ich werde das jetzt wieder zumachen mit den Klammern hier, damit wir hier eine gespannte Luft drin behalten. Das ist also ganz, ganz wichtig, denn ansonsten wird die Erdoberfläche sehr schnell austrocknen, ja, und die Sämlinge wären dann ganz schnell hin. Weiter geht es mit den Karnivoren und zwar dieses Mal mit der Venusfliegenfalle. Die werden wir aussehen. Ich habe die Erde eingefüllt, ganz locker, nicht angedrückt. Das werden wir jetzt noch mal nass machen. Auf einen ganz einfachen Grund. Damit, wenn wir die Samen gleich aussehen, wir das nicht mehr nass machen müssen. Denn ansonsten würden uns die Samen gegebenenfalls wegschwimmen. Und das wäre natürlich nicht der Hit. Von daher machen wir das diesmal vorher. So, die Samen habe ich jetzt hier aufs Papier gepackt. Und das werden wir jetzt vorsichtig, die sind nämlich ganz klein, die Samen. Ganz klein. Ganz vorsichtig. Hier verteilt aussehen, nach Möglichkeit. So gut es geht, mit Abstand. So gut es geht, wie gesagt. So. Ja, das war es schon. Ready. Decke drauf, Klammern dran und dann schauen wir mal, ob und wann sie keimen. Die Karnivoren. Ja, die Venusfliegenfallen, die wir jetzt ausgesät haben, die kommen auf die Heizung. Natürlich was drunter gestellt. Etwas mehr als handwarm sollte es sein, also um die 25 Grad ist eigentlich optimal. Und mal gucken, ob sie denn keimen. Das hängt natürlich auch mal davon ab, ob die Samen keimfähig sind und ob sie auch stratifiziert wurden. Ich habe sie damals geschenkt bekommen. Warten wir es einfach mal ab. Ja, so ist das. Und was machen wir jetzt? Hier steht jetzt nochmal die Chili. Das ist die Hungarian Jello. Nur kurz zu zeigen, wie sie sich jetzt langsam verfärbt. Die ist richtig lecker scharf, also die ist nicht ganz so scharf. Und dann haben wir hier nochmal eine kleine Eiche und eine Buche. Die Buche, das ist die, die wir hier im Winter einfach mal so spontan reingesteckt haben. Ja, und sie ist dann einfach gewachsen mit der Eiche zusammen. Und das gucken wir jetzt mal etwas näher an und mal gucken, was wir dann so, ja, in Nahaufnahmen dann jetzt noch, oder was ich euch dann jetzt noch zeigen kann, was vielleicht interessant ist. Fangen wir einfach mal mit den einheimischen Bäumen an. Hier haben wir jetzt die Buche. Das hier sind die Keimblätter. Und hier ist dann die Buche, also die Pflanze in dem Sinne, schon herausgewachsen. Hier kann man das erste richtige Blatt erkennen. Und sie entwickelt jetzt ein Blatt nach dem anderen. Das Ganze sieht richtig schön kräftig grün aus. Und auch die Eiche. Und auch die Eiche hier wächst wunderschön weiter. Hier oben ist Neuaustrieb zu erkennen. Ja, steht immer noch in einem kleinen Pöttchen hier. Mal gucken, wann wir so umtopfen. Im Moment ist noch nicht zwingend notwendig. Jetzt spielt die Schärfe gerade verrückt. Ist aber nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass das also tatsächlich im Haus auch funktioniert. Wenn wir eben die andere Eiche nochmal hier hinholen. Das ist diese hier. Auch die ist wunderschön gewachsen. Hat jetzt, ja, bin mir nicht ganz sicher, ob sie hier oben nochmal austreibt. Im Moment ist das noch grün. Kann aber auch sein, dass die Knospe jetzt anfängt auszureifen, dass sie erstmal mit dem Wachstum aufhört. Hier zum Vergleich nochmal die erste Eiche, die wir damals ausgesät haben. Also die ist richtig kräftig grün. Die Triebknospen sind ausgereift, die sind bräunlich. Das kann man sehr schön erkennen hier. Und zum Vergleich dann nochmal die andere Eiche daneben gehalten, die jetzt momentan noch im Wachstum ist. Der Vorteil, sage ich jetzt nicht, sondern das Schöne an diesem Bäumchen ist, dass er hier unten schon, ja, eine Stammverdickung hat. Also der wird schon relativ dick. Man sieht also, wenn das Wachstum aufhört, heißt das nicht, dass die Pflanze aufhört zu wachsen, sondern sie macht dicken Wachstum, ja, und wird dadurch dementsprechend kräftiger und dicker und dann irgendwann mal ein richtig schönes, dickes Bäumchen. Dann schauen wir uns die Kastanie an, die ich gestern euch gezeigt habe. Sie ist tatsächlich herausgewachsen, also das ging doch jetzt richtig flott, da kann man richtig zusehen bei. Ich mache das mal ein bisschen frei, damit man sehen kann, wie das Ganze aussieht. Hier kann man die Kastanie erkennen. Ach, kann man leider nicht. Ja, kann ich ja gleich vielleicht nochmal ganz kurz anders einstellen. Ich mache mal die Erde hier vorsichtig weg. Also das sieht so interessant aus. Das ganze Ding ist, hat sich hier gespalten in der Mitte komplett, also auch bis unten durch. Und hier ist dann aus der Wurzel im Prinzip dann
der kleine, die kleine Pflanze, ich wollte gerade sagen, der kleine Stamm, die kleine Pflanze herausgewachsen. Das ging doch relativ schnell hier. Ich versuche das jetzt mal gerade so zu machen. Ja doch, so kann man es ganz gut erkennen. Also hier ist die Kastanie, die in der Erde liegt. Und wir haben immer noch nicht gegossen. Also ist doch von Vorteil, wenn man das nicht nass hält. Dann kann das Ganze auch nicht anfangen zu schimmeln. Und da die Wurzel ja nur ins Erdreich einwandert, hat sie dann auch damit keine Probleme, an Feuchtigkeit reinzukommen. Denn im Topf unten ist es ja feucht und das ist dann vollkommen ausreichend. Aber das ist so geil anzusehen, wie das aussieht. Also habe ich selber so auch in der Natur noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ist doch interessant, wenn man sowas mal im Haus hat, dann kann man das tatsächlich auch dementsprechend mal aufnehmen und filmen, um es dann auch dementsprechend zu zeigen. So, ich drehe das Ganze. Ich muss gucken, wo ich jetzt die Pflanze hinstelle, denn ich habe den Fokus manuell eingestellt. Nicht, dass das Ganze gleich hier blind wird. Das sieht so cool aus. Ja, meine Güte, eine Kastanie im Haus zu beobachten, wie sie wächst, ist richtig cool. Natürlich auch gerade für Kinder ganz klarer Fall. Hier sehen wir nochmal den Steckling. Das war ein Mandarinensteckling. Ja, diesmal vertue ich mich nicht. Irgendwann hat man es dann doch intus. So, den haben wir drin bewurzeln lassen in diesem ewigen Terrarium. Haben das ganze Gefäß dann geöffnet. Steht jetzt auch schon einige Zeit offen. Danach sind dann die Blätter hier gelb geworden. Und da dachte ich mir erst, oje, 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 oje. Dann ist jetzt hier wohl bald Exitus. Aber nein. Nein, nein, nein. Im Gegenteil. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Ich kann jetzt keine andere Belichtung gerade einstellen. Das Wurzelwachstum ist doch noch da. Also es wächst tatsächlich weiter. Die Pflanze wächst weiter im unterirdischen Teil. Im oberen Bereich tut sich im Moment noch nichts, aber die Pflanze ist nichtsdestotrotz noch grün. Obwohl die Blätter gelblich werden, ist aber nicht so tragisch. Aber es war noch eine interessante Erkenntnis, dass man, also wenn man Zitrussteckling in solch einem ewigen Terrarium bewurzelt, das Terrarium dann öffnet und die Pflanze im Prinzip an die frische Luft setzt, ja, dann hat sie keinen Bock mehr mit ihren Blättern. Schmeißt die Blätter irgendwann wahrscheinlich auch ab. Die werden gelb. Ich gehe davon aus, dass die Pflanze, der Steckling in dem Sinne, die Kraft aus dem Blatt heraussaugt, um ja überleben zu können. Damit halt ja die Wurzel, das Wurzelwerk besser wächst, gegebenenfalls dann jetzt in diesem Fall. Ja, mal sehen, wann die Pflanze dann anfängt auszutreiben. Aber es bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte mit diesen Zitrussstecklingen im ewigen Terrarium. Ja, meine Güte, es geht weiter und es schimmelt auch nichts. Ja, das werde ich in der Bearbeitung ein bisschen vergrößern. Hier sehen wir jetzt die Sonnentau-Sämlinge, die wir pikiert haben in dieses kleine Fläschchen. Ich wollte noch mehr davon machen, habe es aber bisher noch nicht geschafft. Werde ich auf jeden Fall machen, denn man sieht, die Sonnentau-Sämlinge sehen richtig cool aus hier und wachsen wunderbar. Es ist etwas grünbelacht mittlerweile hier drin. Ich hoffe, das ist nicht so tragisch. Ich lüfte jetzt auch schon öfters, aber lasse das Ganze auch schon mal ja eine gewisse Zeit offen, also 5 Minuten oder 10 Minuten, je nachdem, wie ich gerade hier auch Zeit habe drin. Achte allerdings darauf, dass hier keine Trauermücken reinkommen, denn das wäre natürlich sehr tragisch für diese kleinen Pflänzchen. Ja, obwohl sie eigentlich als Futter dienen könnten, ne? Aber wenn die ihre Eier drin ablegen, wäre natürlich ziemlich blöd. Damit haben wir für heute auch so ziemlich alles durch. Das mit den Trauermücken ist so eine Sache. Ich habe es jetzt ausprobiert nur mit den Gelbtafeln und nichts anderes, weil wenn ich alles mögliche mische, versuche, dann kann ich gar nicht wissen, was wirklich funktioniert oder was nicht. Mit den Gelbtafeln ist es eigentlich ganz gut im Griff zu bekommen, aber wir haben auch nach langer Zeit jetzt immer noch Trauermücken. Von daher, ja, werden wir dann demnächst jetzt andere Sachen ausprobieren, damit wir das Ganze mal so richtig in den Griff bekommen. Aber wie gesagt, ich muss ja eins nach dem anderen austesten. Nee, alles auf einmal geht nicht, das wäre ja Blödsinn, weil dann weiß man hinterher gar nicht, was denn tatsächlich funktioniert oder was nicht funktioniert. So ist das. So, ich habe hier nochmal eine Kastanie liegen und zwar habe ich die im Herbst gesammelt und die lag auf einer kühlen Fensterbank, ist etwas eingeschrumpelt und jetzt versuche ich die auch nochmal zum Wachsen zu bringen, ob das funktioniert, ob man sich im Herbst die Samen sammeln kann und dann kühl lagern kann und dann trotzdem im Frühjahr noch einpflanzen kann. Das würde mich jetzt mal interessieren und dazu werde ich das Ding erstmal ja, so 2 Tage etwa ins Wasser schmeißen, denke ich mal, weil die ist ein bisschen verschrumpelt, damit sie ein bisschen Wasser aufsaugen kann und dann pflanzen wir die auch ein und mal gucken, ob das dann funktioniert. Das wäre ja cool zu erfahren zumindest. Zumindest für mich, ich denke mal, für den einen oder anderen von euch sicherlich auch. Ja, und die Mini-Chili. Ja, die steht immer noch unter zusätzlich Licht jetzt natürlich und soll dementsprechend kräftig weiter wachsen. Man könnte sie auch ans helle Fenster jetzt stellen, das geht auch, aber wir haben das zusätzlich, von daher lassen wir sie auch darunter, damit sie sich halt besser entwickelt. So, meine Güte, es war spannend. Auch für mich heute wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. So, bis denne. Ciao, ciao. Ach so, mal gucken, ob wir die 200...
Daumen hoch bei dem letzten Video schaffen, dann geht's an die Chili. Bis denn jetzt. Ciao, ciao.